Alter! Ich glaube, mir geht einer ab. Ich krieg ein Zäpfchen. Was ist denn da los? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, meine lieben Zuschauer. Hallo und herzlich willkommen zurück im dritten Part GTA 5 auf dem PC. Das ist unsere Pumpe, das ist unser Spiel, das ist die Ego-Perspektive, das ist unser Bullet. Da steigen wir jetzt erstmal schön ein. Und dann kutschieren wir das schicke Ding hier mal zu, ja, ich würde fast sagen, zu Simeon, weil da gibt es nämlich die nächste Mission. Wir haben ja auch beim letzten Mal mit Lamar eine Mission für Simeon gemacht. Die Rückführung des Bikes. Man sieht mir inzwischen wahrscheinlich an, dass ich ein bisschen müde bin. Es ist auch schon 16:30 in der Nacht. Aber den einen Part mache ich jetzt noch. Dann gehe ich ein bisschen pennen. Dann rendere ich währenddessen den ersten Part, damit er auch direkt kommen kann. Und dann werde ich früh aufstehen und direkt weiter aufnehmen bis Part, ich weiß es nicht, schieß mich tot, aber ich habe Bock drauf und ich möchte euch gerne, gerade am Anfang, viel Unterhaltung bieten natürlich, damit ihr direkt möglichst viel von GTA zu sehen kriegt. Natürlich werden auch andere viele hochladen, aber es gibt ja viele, die auf meinen Kanal gekommen sind mit dem Spiel und die sicherlich auch Bock haben, das bei mir wieder zu schauen. Insofern, ja, gebe ich mein Bestes für euch. Bis spät in die Nacht. Die Streams, die Livestreams, die vorhin noch online waren auf Twitch, sind jetzt auch überwiegend alle offline. Zumindest die deutschen GameStar, PizzaMeet sind alle nicht mehr am Stream. Natürlich noch amerikanische Streamer, aber ja. Gut, dann gehen wir mal hier zu Simeon und gucken mal, was der für uns in der nächsten Mission so hat. Übrigens haben wir 500.000 Dollar. Ich wollte es nur auch kurz gesagt haben, weil wir vorbestellt haben. You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse me. Wait. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Yeah. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? Good luck in law school. Also ich liebe Simeon. Seine Methoden sind einfach der Hammer. Richtig schöne illegale Kacke, die er da treibt. Welches Auto will ich denn mal mitnehmen? Nehmen wir doch einfach mal hier das Cabrio. Komm, steig mal aus hier. Gib mir das mal. Dann nehmen wir das Cabrio mit. Tschö. Warte mal, wie ging das nochmal? Ach so, da ist noch einer. Da sitzt noch einer. Yo. Moment. H gedrückt halten. So, jetzt macht das. Also einmal das Dach bitte öffnen. Es ist ja schön sonnig hier. Da kann man ruhig oben ohne fahren. Och komm, jetzt sind die Cops direkt an mir interessiert. Ernsthaft. Egal. Dach aufmachen muss trotzdem in Ruhe sein. So, dann fahre ich halt ein bisschen Umweg, weil da hinten sind Cops. Also fahren wir hier rum. Wir wollen zu James DeSanta. Wir wissen ja, wer das ist, zumindest wenn wir das Spiel schon kennen. Und wir wollen den SUV zurückholen. Von dem kleinen Rassistenjungen, du. Hat seine Raten nicht bezahlt. Glaube, da müssen wir mal vorbeischauen. Achso, jetzt sollte ich mir vielleicht auf der Karte... Wäre eine gute Option, wenn ich mir das auf der Karte markiere. Wir wollen ja irgendwo nach da oben. Ich weiß nicht genau, wo das Haus ist, wenn ich es nicht sehe, aber wir wollen ja Richtung Hollywood oder Richtung Wynwood und... Das Schild habe ich zum Beispiel auch noch nie wahrgenommen. Es kann natürlich sein, dass sie einige Sachen optisch auch auf der Karte verändert haben. Oder vielleicht sind die mir einfach nur nicht aufgefallen auf dem alten Klapperding, was sich PlayStation 3 nennt, weil die Grafik so schlecht ist. Ich weiß es nicht. Kann auch sein. So, die Cops sind jedenfalls am Start. Ich fahre aber einfach mal weiter. Wir fahren in die Richtung und ignorieren die einfach. Vielleicht fahren die uns noch ein bisschen hinterher. Vielleicht werden wir sie dann automatisch los. Mal gucken. Also genau, was ich gesagt hatte. Wir haben 500.000 Dollar schon. Dadurch, dass ich das Spiel vorbestellt habe. Da kriegt man dann irgendwie 500.000 in der Story und dann nochmal 850.000 oder so in GTA Online. Brauche ich gar nicht unbedingt. Ich hätte es eigentlich sogar lieber gehabt, dass man kein Geld kriegt, damit man sich das alles selber noch freischalten kann. Aber na gut, jetzt haben wir es halt und dann, ja. Dann ist das halt so. So, gucken wir mal, dass wir Richtung Wynwood kommen. Natürlich mit den Cops am Arsch. Oh, Handy klingelt, ja, was denn? Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simeon? Do not talk to me about easy, you thief.
So, ich wollte eigentlich gerade mal schnell in den Payne's Bray fahren. Aber ich glaube, das wird nichts, weil wir haben die Cops hinter uns. Insofern... Oh, da stand ein Foto. Da stand ein Foto. Ah, da stand ein Foto. Ich war einmal im Kreis. Moment, ich glaube, da war auch noch einer. Nee, da war keiner. Ich war einmal im Kreis, versucht den Wagen umzusprayen, wobei der natürlich auch ganz geil ist hier. Versucht den Wagen umzusprayen, dass wir die Sterne loswerden. Und dann nehme ich mir den Foto mit. Ich würde sagen, das ist ein Plan. Alter, was ist das denn da? Also erstmal, ich wollte den Wagen, ich wollte eigentlich nur kurz die Farbe, also ich wollte eigentlich nur, ja, genau, reparieren. Wir haben ja das Geld. Dann kannst du mal eben die Lackierung ändern. So. Und dann sind wir auch schon wieder weg. Dankeschön fürs Reparieren, das ist alles nett und so. Aber was stand denn da gerade draußen? Jetzt steht's da nicht mehr. Alter, habt ihr das gesehen? Da stand so ein richtig fett getunter Wagen mit Spoiler hinten dran. Und jetzt ist der weg. Das ist ja gemein. Na gut, aber der Foto steht hier immer noch. Dann nehme ich mir den mal mit. Zumindest das. Aber das ist doch gemein. Naja, Foto haben oder nicht haben. Also ich meine, wir werden den eh wieder verlieren, aber das ist doch schon mal schön. Da haben wir direkt mal den ersten Foto gefunden. Sehr schnell, sehr erfolgreich. Wenn ihr jetzt nicht wisst, warum das cool ist, das ist der Wagen, mit dem man in GTA 5 am allerbesten driften kann. Das ist der beste Drifterwagen, den es gibt. Und ja, das merkt man auch ziemlich schnell. Wenn man dann halt nicht um die Kurve kommt zum Beispiel. Naja, wir wollen ja eigentlich das Auto zurückholen, also fahren wir jetzt mal unserem GPS hinterher und versuchen mal... Wobei ich auch Bock hätte, hier so einen mitzunehmen. Sollen wir uns den mal einfach... Hallo, du bist gerade über Rot gefahren, Kollege. Hallo. Ich meine, der Foto ist geil, aber ich finde ja auch den... Welcher ist das eigentlich, der Turismo? Ich, oh Gott, ich kann die ganzen Autonamen nicht mehr. Es tut mir auch ein bisschen leid. Außer, also dem Foto, den kann ich, aber der hier... Da weiß ich den Namen nicht mehr. Infernus, genau, das war gar nicht der. Ja, okay, Infernus. Ich finde die Flügeltüren so geil, muss ich sagen. Und warum nicht direkt mal so einnehmen? Weil dann können wir nämlich direkt mal in der Ego-Perspektive uns anschauen, wie das Auto aussieht. Ui. Vor allem der Sound, das ist das Geile in der Ego-Perspektive. Wow. Oh mein Gott. Alter, es ist ja nicht zu glauben. Wieso sind denn die Sounds in der Ego-Perspektive so viel tausendmal geiler? Alter! Ich glaube, mir geht einer ab. Ich krieg ein Zäpfchen. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Oh mein Gott. Ich brauche das Auto und geht ja online und ich will nur noch in der Ego-Perspektive fahren. Okay, ich bin gerade falsch abgebogen. Sorry, ich war so am... Wow! Habt ihr den gehört? Ich meine, die meisten von euch kennen das vielleicht schon, wenn ihr auf den Next-Gen-Konsolen gespielt habt, aber ganz ehrlich, ich hab's noch nicht gehört. Alter! Also hör mal, Junge, der Sound ist nett von dieser Welt. Hätte ich direkt Lust, ein Selfie mit dem Ding hier zu machen, aber na gut. So, hier haben wir das schicke Anwesen vom guten Michael DeSanta. Oder sollten wir sagen Townley? Und wir gucken jetzt mal, wie wir hier reinkommen in das Häuschen. Und ob die uns nicht möglicherweise den SUV wieder zurückgeben wollen, den sie nicht bezahlt haben. Ich meine, in der Ego-Perspektive zu laufen... Ah doch, man sieht sogar seine Gliedmaßen. Ich wollte gerade sagen, es sieht so ein bisschen komisch aus, weil man so gar nichts sieht. Aber das, ja, macht eigentlich nichts. Also ich finde, die Ego-Perspektive sieht vor allem cool aus, wenn man eine Waffe in der Hand hat. Weil dann sieht man auch was. Und wenn man halt nichts in der Hand hat, dann sieht das so ein bisschen leer aus, weil man gar nichts sieht. Aber es hat trotzdem Style, hier so zu klettern und so damit. Also ich würde fast sagen, wir werden gerne mal auch etwas öfter in der Ego-Perspektive spielen. Zumindest jetzt gerade auch am Anfang, weil ich es noch nicht kenne und weil es cool aussieht. Ist halt mal was anderes. Ich weiß noch, wie ich die Mission damals auf der PlayStation 3 gemacht habe und mir gedacht habe, Alter, ist das geil, diese Stille, dann hörst du so einen leisen Rasenmäher im Hintergrund. Und jetzt ist es eigentlich noch viel geiler, weil es einfach Hammer aussieht. Michaels schicke Bude. Ich meine, als man es zum ersten Mal gespielt hat, wusste man ja auch noch nicht, wer hier wohnt und so. Da war es irgendwie schon cool. So, drücke Leertaste, um über das Auto auf das Dach zu klettern und das Fenster zu erreichen. Ach so, hier steht der Wagen vom Gärtner oder vom Golflehrer oder so. Dann versuchen wir mal hier hoch zu klettern. Das ist just 'cause you have a massive gaper, bitch. Okay, hier ist ein Fenster offen.
Oh nein. Beruhig dich. So, wir sind im Haus. Oh mein Gott. Hol das Auto zurück. Vermeide es, die Bewohner zu alarmieren. Genau. Also wir haben ja hier, ich glaube, die Frau ist da und er sitzt hier. Ach nee, das ist sie. Genau. Wir können auch zu ihr ins Zimmer gehen, wenn wir wollen. Aber wollen wir natürlich nicht. Er ist hier am Zocken. Den neuesten Shooter und so, ne? Wissen wir ja. Liegt da wieder bekifft auf dem Bett. Na gut. Wir gehen jetzt einfach nach unten, würde ich sagen. Du bist eine echte Samenverschwendung, hat er gesagt. Blaue Geräuschmarkierungen auf dem Radar zeigen dir an, wie laut du bist. Okay, da ist sie mit ihrem Golflehrer. Süß, die beiden. Die haben doch sicher was am Laufen, wer weiß. So, hier. Da ist ein SUV. Würde ich sagen, holen wir den mal zurück. Garagentor auf. Und das Ding wird zurückgebracht zu Simeon. Ich meine, der Sound ist in allen Autos geiler in der Ego-Perspektive, aber der Infernus eben war nicht von dieser Welt. Oh mein Gott. Aber die klingen alle gut. Also man muss es ganz ehrlich sagen, die klingen alle besser in der Ego-Perspektive. Sehr geil. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. So. Wir fahren mal zu Simeon und da ist aber noch jemand hinten drin. 9mm semi-automatic pushed against your skull. Look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yaterian, we'll work this out. So, wir bringen das Auto zurück und haben jetzt einen blinden Passagier hinten drin, den Papa von dem guten Kerl, dessen Wagen wir hier zurückholen. That place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Na gut, dann müssen wir wohl da reinrasen in den guten Laden vom guten Simeon. Man, shit! No! Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Simeon, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! So, und damit sind wir plötzlich bei Michael und wollen uns mit dem guten Simeon boxen aus der First-Person-Perspektive. Sieht das cool aus. Bam ins Gesicht, Simeon. Und in die Eier. Und bam ins Gesicht. Be an honest criminal. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist! I'm telling you something. This thing's gonna need some serious bodywork before it's worth $5,000 a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot. But you are a fraudulent scumbag piece of shit. Ugh. Don't make me have to come back here. Michael hat Simeon gezeigt, wo der Hammer hängt. Er lässt sich nicht verarschen und die Mission aber abgeschlossen. So, Komplikationen. Es ist jetzt möglich, zwischen Franklin und Michael zu wechseln. Okay, hatten wir ja schon mal gemacht in der Story-Mission. Insofern weiß ich noch, wie das geht. Wir können jetzt also zu Franklin wechseln. Der hat zwei Missionen. Mit Michael haben wir eine Mission. Joa. Warum nicht ein bisschen mit Michael rumlaufen? Schicke Autos haben sie hier teilweise am Start, ne? Da kommt man immer in Versuchung, sich einen zu schnappen.
Zum Beispiel den hier. Excuse me. Was hat denn Walle da gefunden im... Das ist gerade mal der dritte Part. Meine Fresse. Leute. Ich hab auf der... Okay, mal Amanda schreibt uns. Michael, du hast diesen Platz gekauft und benutzt ihn nie. Ich hab Schlägerhaltung und Ballkontrolle echt verbessert. Trainer nimmt mich sehr hart dran. Ja, das glaube ich dir, meine Liebe, dass der Trainer dich hart dran nimmt. Ich hab auf der PlayStation 3 215 Parts oder so gebraucht, bis ich dann mal einen Sultan gefunden habe und das auch nur in GTA Online. Im Singleplayer habe ich in GTA 5 in 215 Parts keinen gefunden. Ich bin zwar mal in Part 10 oder so an welchen vorbeigefahren, da wusste ich aber noch nicht, dass das ein geiler Wagen ist. Jetzt weiß ich es und jetzt fahre ich direkt mal an einem vorbei. Nach nur drei Parts. Das ist, kann kein Zufall sein. Ich würde sagen, ja. Das ist doch eindeutig ein Zeichen, oder? Haben wir jetzt eigentlich mit ihm auch, das wäre jetzt meine Frage, haben wir jetzt mit ihm, nee. Jetzt haben wir mit Franklin, haben wir jetzt 500.000, mit ihm haben wir allerdings nur 8.000 Dollar. Insofern können wir mit ihm gar nicht so richtig tunen, aber ich meine, wir werden ja irgendwann nochmal einen finden. Und jetzt habe ich tatsächlich so schnell schon hier einen Karin Sultan gefunden, ich bin überglücklich. Das ist einfach nur ein Zeichen. Wobei ich gerne den Infernos wieder hätte, allein dieser Sound, ey, da muss ich grinsen. Es gibt einfach Situationen, ja, ich, so wie wenn ich den Sound von dem Infernos eben gehört habe, und dann muss man einfach grinsen, weil es der Hammer ist. Wobei der auch nicht schlecht klingt. Ich glaub's ja nicht, im dritten Part einfach mal einen Sultan zu finden. Es ist die größte Frechheit. Tja, PC Master Race, die weiß halt eben, wie es geht. Ich glaube nur, dass wir den leider nicht speichern können, weil... Ja, Kollege, genau. Hier, ein Dings haben wir auch noch gefunden. Also es fahren viele geile Autos rum, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Es fahren ja, glaube ich, auch einfach mehr Autos rum. Dadurch, dass wir mehr anzeigen können auf dem PC. Und es kann natürlich sein, dass wir dadurch auch seltene Autos besser finden oder öfter finden. Aber das ist zum Beispiel ein Komet. Wie klingt der denn in der Ego-Perspektive? Klingt auch nicht schlecht, aber ich muss sagen, der Infernus eben, der hat mir den Rest gegeben, ey. Und der hier klingt nicht schlecht, aber naja, gut. Ist jetzt auch nicht so überragend. Dann bleibe ich lieber bei meinem Sultan hier. Juhu! Sehr geile Sounds, sehr geile Autos und das ist einfach mal... Das ist einfach mal das Glück von GTA auf dem PC, ey. So, mal gucken, jetzt steht hier bestimmt wieder das Auto, oder? Nee, steht hier nicht. Weil da stand doch mal so ein krass getunter Wagen. Naja, gut. Ist halt ein bisschen schade, dass wir den noch nicht in die Garage stellen können, weil wir noch keine Garage haben. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Zumindest haben wir einen gefunden. All patched up. Machen wir mal eine S draus. So, Überrollkäfig rein. Juhu! Ach so, ich will jetzt gar nicht so viel ausgeben. Der hat ja gar nicht so viel. Ich dachte gerade, wir haben ja dick Kohle. Nee, das hat ja nur der gute Franklin, die ganze Kohle. Naja, okay, schade. Dürfen wir nicht so richtig viel tunen. Aber finde ich gut. Das ist ein gutes Zeichen. Von mir aus können wir den auch wieder verlieren. Das ist für mich das Zeichen, dass wir sicherlich nochmal irgendwann einen finden werden. Mehr will ich gar nicht. Dankeschön. So, wir fahren jetzt noch zu Michael nach Hause. Und dann machen wir auch schon wieder Schluss und sehen uns dann im nächsten Part. Brumm, brumm. Achso, wow. Kollegen, ihr seid mir alle im Weg. Wisst ihr das? Achso, ich muss mal herausfinden noch, wie man mit dem... Also mit Maus und Tastatur, wie man da im Auto Stinkefinger zeigt. Ich hab's schon mit dem Controller herausbekommen, aber noch nicht mit Maus und Tastatur. So, ich würde sagen, wir sind auch schon wieder fast zu Hause bei Michael. Ich stelle den Wagen da jetzt einfach vor die Haustür. So, stellen wir einfach hier hin, würde ich sagen. Und, ach so, jetzt habe ich die Mission angenommen, ne? Das ist Michaels Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern. Ah doch, wir können ihn speichern. Stimmt. Habe ich vergessen. Ich wusste nicht, dass man den auch schon jetzt hier speichern kann. Ich dachte, das kann man nur in der richtigen Garage. Ja, das ist sein Bett. Ist schön. Das ist sein Kleiderschrank. Begehbar. Sehr geil, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und sein chilliges Wohnzimmer. Ach ja, das Haus von ihm ist schon sehr geil. Würde ich auch gerne wohnen wollen. Die Küche ist Hammer. Alles echt schick.
Na gut. Also hier wäre jedenfalls auch die nächste Mission irgendwo. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, wo. Ich will da jetzt nicht zufällig reinlaufen. Deswegen sage ich einfach mal hier vor dem Haus. Ja, also ich nehme mir den Wagen jetzt noch hier. Und werde den dann versuchen, noch in der Garage zu speichern. Aber ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen bei GTA 5 auf dem PC im dritten Part. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, vielleicht ja noch heute. Und bis dahin alles Gute. Euer Walle, ich bin raus. Bye, bye. Schön, das war mein kleines Tutorial zu dem Übertragen der Charaktere von Last Gen auf PC Master Race. Ich bin raus, euer Walle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch mal in meine Let's Play Videos zu GTA 5 rein. Ich bin raus. Bye, bye. Der PlayStation 3 war das krasseste Projekt, was es hier auf meinem